Hallo und herzlich willkommen zum Huber Lifestyle-Kanal. Wir haben heute Premiere und zwar für alle technischen Uhrenliebhaber. Heute werden wir euch mal zeigen, wie das Datum funktioniert im Detail, mit Zeichnungen, mit einem Werk, wo man sieht. Also Philipp, heute ist deine Expertise gefragt. Wir gehen in die Uhrentechnik hinein, schauen uns die ganzen Komplikationen an. Heute beginnen mit dem Datum. Wir versuchen das so einfach wie möglich zu erklären, so verständlich wie möglich, dass wir das Ganze aufzeigen, wie das schaltet, wie das funktioniert, wie das aussieht und schauen mal da, was dabei rauskommt. Also ich bin gespannt. Eben, es ist ja kein Computer in den ganzen Uhren, sondern das ist ja alles mechanisch. Genau. Wir werden euch das darstellen anhand wirklich live am Werk. Ich glaube, das gefällt euch sicher sehr gut. Dann haben wir natürlich auch ein, zwei Zeichnungen, wo man das etwas besser erklären kann, damit man noch mehr im Detail sieht, wie das funktioniert. Und für euch Uhrenfans und Technikliebhaber ist das ein Muss, dass ihr uns wirklich zuschaut. Also lasst euch überraschen und Philipp, let's go! Genau, wir fangen an. Grundsätzlich mal mit der Basis eines Uhrwerks, bevor wir dann ins Datum gehen. Also das ist die normale Dreizeigeruhr oder Zweizeigeruhr, wenn nur eine Sekunde. Ohne Datum funktioniert ganz simpel. Wir haben den Energiespeicher, die Energiequelle, die Übertragung, die Hemmung, die Regulierung und die Anzeige. Das ist überall. Genau, das ist einfach der Ablauf der Kraft sozusagen, wie das alles dann angezeigt wird. Das ist so die grobe Unterteilung. Ja. Also der Energiespeicher ist entweder bei einem automatischen Aufzug die Bewegung oder bei einer Aufzugsuhr, wie wir es hier haben, Taschenuhr vor allem, das Aufziehen. Ja. Wenn wir das hier betätigen. Ah, hier sehen wir es. Genau, wie sich die Räder bewegen. Ja. So wird der Energiespeicher aufgezogen, die Feder wird gespannt. Wir haben sie hier mal aus dem Werk rausgenommen, also ein rechtes Teil, das wir hier verbaut haben. Genau diese Feder ist diesem Uhrwerk zu finden. Genau diese Feder im Uhrwerk. Also das wird dann zusammengerollt, sage ich mal, in ein Federhaus übertragen und von dort aus die Energie gespeichert und dann weitergereicht an das sogenannte Räderwerk. Es sind in der Regel 4 Zahnräder, die die Kraft übertragen zu der sogenannten Hemmung oder wie wir sagen Anker und Ankerrad. Das ist ein System, das immer wieder das Werk stoppt und befreit. Stoppt und befreit in einem periodischen Abstand. Und dieser Abstand wird durch die Regulierung reguliert. Das ist dann die Unruh. Okay. Genau, also das heißt, die Unruh macht nichts anderes, als der Hemmung zu sagen, wie schnell loslassen, stopp, okay. Los. Das ist das Tick-Tack, das wir hören. Ja. Und so wird das Räderwerk periodisch immer wieder freigelassen, gestoppt und so der Gang der Uhr bestimmen. Okay. Und natürlich dann die Räder, die sich bewegen, werden dadurch bestimmt durch diesen Takt und so bewegt sich dann Minuten, Stunden und Sekundenzeiger. Das ist das Basiswerk, wie wir es kennen. Auf der anderen Seite haben wir dann die Anzeige. Das heißt, die Räder, die ja periodisch befreit werden und gestoppt werden, gehen durch das ganze Werk durch an einem Zapfen und auf diesem Zapfen haben wir ein Minutenrohr, nennen wir das. Das wird aufgepresst und das dreht sich dementsprechend. Okay. Dieses Minutenrohr greift dann in das sogenannte Wechselrad, das haben wir hier. Das dreht das natürlich mit und auf dem Wechselrad ist das Wechselradtrieb. Und das Trieb greift dann ins Stundenrad. Das haben wir jetzt hier technisch, aus technischen Gründen entfernt, damit man das besser sieht. Hier oben wäre dann das Stundenrad und auf dem Stundenrad sitzt der Zeiger, der Stundenzeiger. Okay. Ja. Genau. Und so wird das Ganze angezeigt. Natürlich auch der Mechanismus zum Aufziehen. Und wenn wir die Krone ziehen zum Stellen der Uhr, alles über die Krone. Hier sieht man es eh ganz gut. Genau, so wird es bewegt. Ja. Damit das bewegt werden kann, ist eben das Minutenrohr aufgepresst mit einer sogenannten Zeigerreibung. Also das Ganze, wenn wir den reibt auf dem Minutenrad und so können wir dann die Zeiger einstellen. Ah, okay. Und wenn wir das natürlich nicht betätigen, ist der Presssitz, also die Pressung auf diesem Minutenrad so groß, dass es einfach sich mitbewegen kann. Und zum Stellen, wie gesagt, kann man dann das Minutenrohr auf dem Rad bewegen. Eigentlich schon eine Raffinesse, eine technische. Genau, also wir haben also wirklich die Entwicklungszeit ist auch enorm lang. Also wenn wir uns die Zeit anschauen, die Geschichte angefangen, die ersten Uhrmacher waren eine Schmiede, die ganz simpel ein Rad mit Zähnen gemacht haben, ein Kraft, ein Gewicht damals noch angehängt haben,
eine sehr simple Regulierung eingebaut, ja, ein Zeiger drauf und so lief das dann. Und immer wie feiner, immer wie besser, ausgeklügelter, immer wie kleiner auch natürlich. Auch damals die Uhren, also seine alte Eisenuhr, wie wir sie noch kennen, hatte damals wirklich den Wert eines Steinhauses. Und das war der Lambo damals. Also, wer so eine Uhr hat und die Zeit ablesen konnte. Ja, ja klar, früher, wenn Fernseher hatte, schwarz-weiß war ja, genau, der Hero, oder? Genau, und heute ist es der Lambo und früher war es die Uhr. Genau. Aber wie funktioniert das mit dem Datum? Genau, jetzt bin ich gespannt. Uns, genau, das hast du erklärt, wie das mit der Minute geht und mit der Stunde. Genau. Und wie funktioniert das jetzt genau mit dem Datum, dass der weiß, jetzt muss ich umschalten und da habe ich die Funktion. Also es ist ja so, das Datum, ich habe hier zwei Uhren, einmal ein Etta-Kaliber und einmal ein Rolex 31er Wert, ein sehr bekanntes Rolex-Kaliber, ein sehr robustes, wurde 30 Jahre lang verbaut, sehr häufig in fast allen Modellen, also in Herrenmodellen, immer in Datejust, Submariner. Ah, okay, ja, dann ist das genau, auch sehr stark verbreitet. Genau, also auch das GMT-Kaliber mit kleinen Modifikationen, reden wir immer von diesem Werk. Okay. Wie funktioniert jetzt das Datum? Es ist so, dass wir ja die Datumschaltung einmal in 24 Stunden haben. Ja. Und so funktioniert auch der Mechanismus, den wir jetzt hier sehen. Das Minutenrohr, wie wir vorher schon besprochen haben, greift dann in das Wechselrad, wie wir es vorhin schon hatten, und das dann in das Stundenrad. Das ist ja das klassische Zweizeiger- oder Dreizeiger-Prinzip. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur ein Übertragungsrad vom Stundenrad auf ein Zwischenrad, welches sich dann natürlich genauso mitdreht, und vom Zwischenrad dann in ein Datumsrad. Okay, und dieses also Datumsrad, nochmal zwei Räder zusätzlich genau, in dem Fall. Unter Umständen, es gibt sehr viele Varianten von Daten, aber das ist so die herkömmliche, die bekannteste. Und dieses Datumsrad dreht sich dann einmal in 24 Stunden. Und wenn wir das haben, brauchen wir noch eine Scheibe, wie wir sie hier sehen. Und dieses Datumsrad schaltet dann diese Scheibe einmal in 24 Stunden. Optimal um Mitternacht. Dann ist die Uhr richtig. Haben wir da ein, zwei Bilder, wo man das besser sieht? Auf jeden Fall. Ich sehe zwar hier die Datumscheibe, genau, die sehe ich hier auch. Aber wenn du mich jetzt fragst, wo das zweite Rad ist, ich als Laie habe ich gar keine Ahnung. Rolex-Kaliber ist das zweite Rad etwas das versteckt. Das ist unter dieser Brücke hier. Ist hier ein sehr in das Datumsrad greift. Wenn ich hier jetzt die Zeiger bewege, sehen wir, wie sich das Datumsrad dreht. Und dann irgendwann der Punkt kommt, an dem das Datumsrad in einen Zahn der Datumsscheibe greift und das Ganze weiterschaltet. Okay. Genau. Aber hier sieht man sich, das ist hier unten, sagst du, oder? Genau, also das Datumsrad, das ist hier. Ah, okay. Genau, bei Rolex sieht man nur eine Scheibe, die oben drauf kommt. Ja. Unten dran ist dann das Rad, aber es ist eigentlich ein Modul. Und hier bei dem Etta-Kaliber sehen wir recht gut das Datumsrad hier. Ah, okay. Genau, und das Zwischenrad, das kleine. Ah, okay, ja gut, da sieht man, dass es übertragen wird, oder? Mit dem Zwischenrad. Genau, ja. Und dann wird so die Kraft das Datumrad übertragen. Und wir sehen hier die Scheibe, wie wir das kennen. Die meisten Uhren haben heute ein kleines Datumfenster. Da sieht man nur ein Datum, das aktuelle Datum. Der Rest ist verborgen unter dem Zifferblatt. Ah, okay. Genau, dann haben wir noch die Varianten, die wir alle, welche wir heute kennen, die gängigsten. Also einerseits haben wir für die Datumschaltung mehrere Arten von Schaltmöglichkeiten. Einerseits, wie wir es hier gerade gesehen haben, mit dem Datumsrad, beziehungsweise das war der schnellschaltende Kalender, nicht zu verwechseln mit der Schnellkorrektur. Viele verwechseln das, dass die Schnellschaltung glauben, das ist die Schnellkorrektur, aber die Schnellschaltung ist die Art von Datumssprung. Das heißt, dass die Uhr, das Datumsrad wird mit einer gewissen Art Feder, sage ich jetzt mal, gespannt bis zur Mitternacht und dann wird es gelöst und das ganze Rad spickt sozusagen nach vorne und schaltet auf die Sekunde blitzschnell das Datum um. Genau. Okay. Das ist der schnell schaltende Kalender. Wir haben auch einen langsam schaltenden Kalender, wie wir es im bekannten ETA 7750 Chronographenwerk haben. Dort ist ein Stift fest verbaut, der dreht sich und der bewegt sich einfach mit dem Rad mit und schaltet so, dass die Datumsanzeige. Okay, also der bewegt sich einfach mit und dann. Genau, da wird nichts gespannt oder so, das ist einfach ein Finger, der dann in einer dieser Zähne der
der Datumscheibe eingreift und diese um eine Position nach vorne schaltet. Ah, okay, ja, hier sieht man es. Genau. Ja, okay. Das ganze Datum wird dann, die Scheibe wird gehalten durch eine sogenannte Datumsraste und die dazugehörige Feder, sodass es schön eingerastet und positioniert wird. Und ein auch noch eher selten heute sehendes Prinzip ist der mitlaufende Kalender. Das heißt, hier wird eigentlich ähnlich wie beim langsam schaltenden Datum, wird es mitlaufend geschalten, jedoch hier einfach noch exzentrisch angetrieben. Also keine Datumsraste, sondern ein Rad, das im ständigen Eingriff ist. Und dieses Rad wird dann geschalten. Also ist das ähnlich wie eine Feder, aber einfach ein Rad. Genau, Fall, genau, sozusagen. Dann haben wir noch die Möglichkeiten der Anzeige. Wie wir es gesagt haben, wir haben hier zweimal. Es hatte nicht jeder die Scheibe. Genau, oder? Es gibt also die Scheibe, die ist das verbreiteteste Variante. Ja, das kenne ich auch am meisten. Genau. Aber es gibt ja nicht nur Scheiben. Nicht oder? Nur Scheiben, genau. Wir haben das auch mit Zeiger. Also zum Beispiel Marken wie Patek Philippe sieht man es häufig, dass genau, die haben Zeiger. Ist genau das gleiche Prinzip, nur wird statt einer Datumsscheibe weitergeschalten, wird hier das Datumsrad mit dem Finger weitergeschaltet um eine Raste und auf diesem Rad befindet sich ein Zeiger. Prinzipiell genau das gleiche. Ist eigentlich anstatt eine, im Prinzip ist es auch nicht eine Scheibe, aber es ist auch eine runde Ding und dreht sich auch. Genau, also, genau. Also wir haben auch wie bei der Scheibe eine Verzahnung auf dem Rad und statt dass das Datumsrad in die Verzahnung der Scheibe greift, greift sie in die Verzahnung des Rades. Ja, okay. Und dementsprechend der Zeiger. Das heißt, die Technik dahinter ist eigentlich die gleiche. Genau. Ja. Oder? Nur wie man es dann anzeigt, ist was anderes, aber die Technik ist haargenau. Genau das Prinzip funktioniert genau gleich. Ja. Etwas Wichtiges noch, was wir auch oft gefragt werden, ist die Datenschaltung bei Mitternacht. Ja, das wird man öfters. Genau. Darf ich da das? Darf ich nicht? Also dürfen tut man alles, aber ist das gut? Das ist die Frage. Unter Umständen landet es dann bei mir. Dann sollte man es nicht tun. Es ist so, bei heutigen Kalibern, in der Regel, sage ich, kann man jederzeit schalten. Vor allem bei Rolex weiß ich es, kann man immer schalten, egal zu welchem Zeitpunkt bei den gängigen Kalibern. Es gibt aber Kaliber von anderen Marken, da ist eben vor allem das langsam schaltende Datum, bei dem der Finger einfach fest aufgepresst wird, der bewegt sich nicht. Und wenn der dann in der Scheibe eingerastet ist und man will dann die Scheibe bewegen, dann drückt man mit der Scheibe gegen diesen Finger und dann kann man mit Gewalteinwirkung das Ganze beschädigen. Das sollte man dann eher vermeiden. Okay. Also was sind, das ist so die Zeit, wo man es nicht machen sollte? Ist bei jedem Kaliber unterschiedlich, aber so, ich sag mal, um ganz sicher zu gehen, so zwischen 9 und 4 Uhr morgens. Wenn wir jetzt wirklich 100% sicher gehen. Ich sage mal, 95% der Uhren kann man auch weiter zwischen 10 und 2. Aber damit wir ganz sicher sehen, wenn wir das Kaliber nicht kennen, pauschal zu sagen, zu dieser Zeit sollte es in Ordnung sein. Es gibt auch Uhren, die haben das mit einer kleinen Anzeige, zum Beispiel rot und weiß gemacht, dass man, wenn man rot sieht, sollte man nicht mehr machen. Okay. Oder weiß, dann ist in Ordnung. Das gibt es. Und das Letzte, was wir noch fürs Datum haben, ist die Korrekturmöglichkeit. Wie können wir das Ganze korrigieren, wenn wir jetzt zum Beispiel die Uhr länger stehen gelassen haben oder wir zum Beispiel den Februar haben und dann auf den März schalten, gibt es Korrekturmöglichkeiten. Hier haben wir auch aber zwei. Das hat nicht jede Uhr, wo es Datum hat, hat das. Genau. Das weiß ich, weil ich hab eine Uhr, wo ich wirklich drehen muss. Und, aber eben, ich hab eine Uhr, wo, wie du sagst, das Schnelldatum. Genau. Dort, kann ich einfach das Datum. Genau, mit der Krone in der Regel. Also das ist heute sehr verbreitet. Wir haben zum Beispiel beim 31er Kaliber das typische System. Sieht man hier dann auch sehr gut, wie das bewegt. Wenn ich das hier nehme und in die erste Position gehe, oder besser in die zweite, dreht sich ein. Und hier sieht man sehr genau, wie sich das Zahnrad dreht. Und hier. Also, der Eingriff, das sieht man wirklich sehr gut. Der Eingriff ist hier wirklich separat, also unabhängig von dem ganzen Datumsrad und Stundenrad, ein externes Rad, das die Datumsraste. Eben, das ist ja nur für die Krone gemacht, dass ich das Datum schalten kann, genau, oder? Genau. Weil ja eigentlich ist der auf der anderen Seite. Genau, der Mechanismus zum Schalten. Mechanismus, oder? Ist auf der anderen Seite, der zum Korrigieren hier bei der Krone gleich. Das ist, weil natürlich der gleich hier eingreift. Und so kann dann die Datumsdisk schnell korrigiert werden. Also, das Zahnrad hat man gemacht, einfach noch eine separate Dienstleistung. Genau, genau. Es gibt auch die Systeme mit Korrektoren. Das kennen wir zum Beispiel auch wieder bei Patek sehr häufig. Das ist ein kleiner Stift, der durchs Gehäuse geht.
Den können wir dann am besten mit einem Zahnstocher, es gibt zum Beispiel auch separates Werkzeug, aber ich sage, das Beste ist immer ein Zahnstocher, der ist das Holz, der verkratzt nichts. Und mit dem kann man dann den Korrektor drücken. Das ist dann meistens auch bei Datumsanzeigen mit einem Zeiger so. Und dann wird das Rad separat nach vorne geschalten, immer um eine Position. Ist das auch so ähnlich wie hier oder geht man da direkt auf? Da ist es anders. Man da geht man direkt auf, genau. Beziehungsweise auf die Scheibe, oder? Also die Scheibe gibt es dann ja nicht mehr. Ja, bei einem, ja, stimmt, genau, ja. Beim Zeiger, da stimmt, ist das dann Rad. Geht man direkt auf das. Genau, ja. Genau, da wird direkt die Verzahnung am Rad angesteuert, okay, direkt. Und diese einzeln weitergeschaltet. Okay. Das ist die Möglichkeit. Anders wäre es zum Beispiel beim GMT-Kaliber oder Omega hat das auch häufig, dass wir einfach eine springende Stunde haben, dass dann die Stunde über die Schnellkorrektur mit der Stunde das Ganze korrigiert wird. Oder etwas sehr Spezielles, was ich in der Ausbildung gesehen habe, ist Eterna, eine Marke, die es heute noch gibt. Ja. Da ist es so, dass wenn wir die Krone ganz rausziehen, eine Position schalten können vom Datum und dann geht sie automatisch zurück und dann wieder ziehen, zurück, ziehen und zurück. So wird das Datum geschaltet. Ja, wieso das? Das war damals in der Zeit noch keine Schnellkorrektur, wie wir es hier haben. Und man hat versucht, etwas zu konstruieren, wie wir das Datum schnell schalten können. Ja, und damit schalte ich aber auch direkt auf die Rad. Nein, auf die Disk. Direkt auf die Disk. Bei Eterna war das auf die, okay. Disk, genau. Das ist so die Möglichkeit, die wir haben. Das ist so. Also im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten, Schnellschaltung, sage ich. Ja. Entweder direkt auf die Disk, ja. Oder wie hier über ein zusätzliches Zahnrad, wo genau. Du direkt mit der Krone, genau, in die Datumsdisk eingreifst, okay. Und dort dann korrigierst. Das ist das Datum. Wusste ich vorher auch nicht. Also ist, weil eben, das macht es aus, dass man dann, ja. Dass man das dann erfährt, wie das wirklich funktioniert. Vor allem hier sieht man es, oder? Ja, also es ist auf Bildern immer schwierig zu sehen, aber wenn man jetzt hier im Video das sieht, wie sich das bewegt, wird einem sehr vieles sehr schnell klar. Also auch das Sehen ist das Beste, um das Verstehen. Also ja. Absolut, ja. Ja, Philipp, ich glaube, du hast uns da wirklich, wirklich gute Einblicke und auch hochwertige Einblicke in die Technik gegeben. Also ich habe viel gelernt, das muss ich fairerweise sagen. Ich hoffe auch, es war verständlich und dann freue ich mich auf den Chronographen nächstes Mal. Nein, es war sehr verständlich. Sehr gut. Eben schön, dass wir das auch ansehen können. Ich glaube, das macht es für euch sicher auch alles sehr interessant, dass ihr genau seht, welcher Schritt gemacht wird, wie schaut das aus, wie funktioniert das. Also ihr seid jetzt Experten vom Datum und das nächste Mal ist der Chrono dran. In dem Fall, ciao, macht's gut. Ciao.